Bevor wir so richtig weiterkommen, werde ich wohl einfach noch ein klein wenig probieren müssen, weil irgendwie wird der Wagen noch mitspielen bei der ganzen Rätselgeschichte. Und damit allerseits und willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Zumal wir das ja auch noch schwingen lassen können. Da geht doch bloß was kaputt, oder? Wir reißen damit das ein, damit es dauerhaft gefüllt wird. Ich guck mal. Bewegt sich ja richtig doll. Aber die Seile sind noch nicht ohne Grund da. Mal gucken, ob das mit Schnelligkeit schaffen kann. Ich denke mal nicht. Nee. Aber warum wollen wir das schwer machen? Das wäre ja Quatsch. Komm hoch, du. Tja, was damit? Bisher hat das noch gar keine Bedeutung. Das Ding muss im Grunde dauerhaft unten bleiben, aber wie können wir das zum Beispiel da reinbekommen? Gar nicht. Da oben ist bloß wieder ein Vogelnest. Überlegen. So ist es auch. Und jetzt mit einer... Okay, wir ziehen den Hebel und stellen uns dann daneben. Nicht mal plattmatschen lassen. Zack. Das sollte halten. Jetzt muss ich nur noch darauf. Diese musikalische Untermalung, dass man gerade ein Rätsel geschafft hat, das ist toll. Gut, das war's nicht. Was so viel Spaß macht nochmal. Jetzt geradeaus dran. Gut. Es darf hier bloß nichts abbeugeln. Glaube ich, die bisher schwerste Kante, oder? Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches, ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Hinterlandhaus der Kranken. Eine Ärztin fragt sich, ob ihre Arbeit wirklich ausreicht. Schon fies, wenn du weißt, du brauchst nur das und dann geht das schon. Dann kann man alles verhindern, aber es geht nicht. Ergreifen des Seils. Nein, wir wollen jetzt noch nicht rüber. Wir wollen mal gucken, was hier hinten ist. Eine alte Fähigkeit. Das Licht ist wieder mal perfekt. Kann man das noch runterholen? Ne, ist nicht so eine Herausforderung. Lassen wir auch mal lieber oben, denn das macht immerhin schönes Licht. Ich dachte erst, es wären Münzen, aber nein. Wandgemälde. Da muss es so viele geben, die ich alle gar nicht entdecke, weil... Wann haben wir zuletzt mal ein Wandgemälde entdeckt, angeguckt? Was ist es denn diesmal? Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Konzentration, schneller Heiler. Okay. Besagt...
Verbinden Sie Wunden schneller zur Heilung, halten Sie zum Heilen bei einer Verletzung V gedrückt. Okay, müssen wir nichts extra beachten, wir heilen jetzt einfach schneller. Cool. Gefällt mir. Platsch. Hier ist immer noch nichts. Je mehr wir springen, desto schneller kommen wir hier voran. Gerade, ob das schon... Nee, es war bestimmt da, wo wir aufspringen müssen, dieser Hinweis, als ich da noch im Lager stand, dass hier in der Nähe was ist. Da, wo wir die Nebenmission angenommen haben, da in etwa kam das ja mit Achtung, hier ist was in der Nähe. Wenn, dann gehört es eher dazu, aber womöglich sind da vielleicht noch zwei Sachen. Nur hier will keiner raus. Mussten wir da jetzt schreien? Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Da ist Laras Hintern. So, wo seid ihr, wilden Tiere? Ich hab da was gehört. Hier blubbert's auch wieder. Ob wir uns da verbrennen, wenn wir uns da drunter stellen? Ich will es, glaube ich, mal nicht herausfinden. Da könnten wir absaufen oder verbrennen? Ich will es nicht herausfinden. Schmuddelbrühe. Aha. In den Hals reicht aus, zumal wir auch gut Schaden machen mit dem Ding. Von Haus aus viel Schaden und durch Verbesserung sowieso. Ich sehe kein weiteres wildes Tier. Oh Mist, toll verzogen. Da ist Holz. Oh, Überschlag. Böse. Trinity wird bald hier sein. Na, die tröten schon. War das gerade ein Tier? Also was nochmal? Hirschfelle und? Was, Hasenfleisch? Untersuchen Sie das Tal. Haben wir hier auch die Nebenmission? Das waren ja Dokumente, gefundener Kram und unsere Ressourcen. Man blinkt hier viel. Was ist das denn eigentlich? Ein Überlebensversteck. Mhm. Aktuelles Einsatzziel. Ich würde ganz gerne nochmal die Mission nachlesen. Wegweiser, Mission, Herausforderung. Tja, aber
Welche denn? Das steht hier jetzt nicht. Kann ich auch klicken, wie ich will? Wolf im Hühnerpelz. Was? 0 von 5? Ich hab doch schon ein paar gefangen. Frech. Oh, 0 von 6 gefangenen Kaninchen losgeschnitten. Ach, das ist ja Quatsch. Warum soll ich die da runterholen? Ich hätte gedacht, dass sich irgendwelche einfach so in Fallen fettet haben, aber das sind womöglich die toten Tiere, die sowieso schon herumhängen. Tauchsprünge. Und Kürbis werfen. Was für ein Quark, was für ein Quark man hier machen kann. Das Hühner einfangen finde ich ja noch sinnvoll, damit die Leute davon was haben. Aber der Rest ist ja eher rumblödeln. Ich glaube, ich sammle einfach noch mindestens einen Hase. Hier ist ja schon wieder Holz, jetzt sind wir voll, ne? Mhm. Schick sieht sie wieder aus. Ach, Hase. Wie es aber auch die ganze Zeit leicht regnet. Und das bei Sonnenschein. Gott, das war schlecht. Da habe ich nichts gesehen, einfach mal geschossen. Wir haben ja noch genug Pfeile und vor allem Hartholz. Ach, Holz, stimmt. Holz sollte ich sammeln. Bestimmtes Holz, ne? Hartholz. Ich schätze einfach mal, das wird das normale Holz sein. Und hier hat es gequalmt. Und qualmt es immer noch, weil geothermales Loch oder so ähnlich. Geh mal weg unten links. Ich will das schön so sehen. Sie da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Was liegt denn da? Fahrrad? Nö. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Aber klar doch. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Das ist ein Vogel. Ach so, Drohne, ja klar. Ich dachte erst an Fahrrad. Jetzt flattert hier auch gerade zufällig eine Drohne rum. Wollte schon sagen, was macht hier so einen Lärm? Die machen aber Ghostbums. Muss mal gucken, wie es in echt ist, ob die da auch so einen Lärm machen, wenn man sie runterballert. Ob sie dann mit uns herumhandelt? Noch hat sie hier keine Waren hingelegt. Erstmal klauen wir ihr Zeug. Hier waren bestimmt noch Pfeile, ne? Ah ne, die Flasche war das bestimmt. Ne? Dann waren wir vielleicht diesen Pfeilen schon so nahe. Deswegen da eine Einblendung kam. Schon wieder eine Drohne, hier macht es wieder Lärm. Also die wird man nicht überhören. Außer man will ganz doll. Oh, hier sind böse Buben oder wie? Weil wir gehen gerade so geduckt. Ach, das ist eine Miezekatze oben. Oh, wie kommt die denn da hoch? Die ist wieder so groß. Oh, toll. Naja, ist halt kein Bärenfell. Wie viele Bären kann man denn hier noch antreffen, wenn man so viele Bärenfelle lagern kann? Wir haben bisher bloß den einen Missionsbären getroffen. Und ich habe gerade wieder an Spezialfälle gedacht, aber seht ihr bloß normale Spezialfälle, die Miezekatze? Ach, da ist er. Ganz schön groß, die Dinger, ne? Ganz schön groß.
Muss man die noch plündern? Offenbar nein. Voll. Kann man hier rein oder ist dann sofort tot? Eiskalt. Gut, dann schnell raus. Toll. Geht schon wieder. Sobald die Haare einmal trocken sind. Wenn man da womöglich zu lange drin bleibt, dann ist wohl einfach Schluss. Kann man nicht vorstellen, dass man irgendwie hinter kann. Warum denn? Ich meine, jetzt liegt das Futter im Dreck. Das hängt doch nicht ohne Grund da in der Luft. Warum man sich gleich mit ins Lager nimmt, verstehe ich zwar auch nicht, aber alles komisch. Da können wir ran. Guter Sprung. Höher bringt uns gerade nichts, deswegen gehen wir runter. Hätte mich abrollen sollen. Was haben wir hier hinten noch? Hier geht's hoch, da oben ist wieder ein Nest. Ah, die Miezekatze hat sich da ein Tier hochgezerrt. Die kann gut klettern, oder? Mist. Oh, doch, ohne Rennen hat's gepasst. Flatsch, flatsch. Das war zu spät gedrückt. Das war richtig. War aber keine wirkliche Höhe. Hier auch so schön rüber gucken. Da wird man rüberspringen können, dann kann man da hin. Dann gehen wir mal direkt dahin. Na, da gehen wir im Anschluss hin. Jetzt erstmal rüber. Das wäre es jetzt, wenn hier ein Bär wäre. Auf diesem kleinen Stück. Toll, man kann hier rüber, aber das war es dann auch schon. Toll. Zum Glück kommen wir hier wieder raus, aber hier kommen wir nicht hoch. Fallen wir eher ins Wasser. Ah, kalt. Oh nein, jetzt kommen wir wieder nicht hoch, ne? Oh oh. Kalt, ja, aber man erleidet zumindest nicht sofort irgendwie Schaden. Holz und Felle. Irgendwie hoch, 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 hoch. Fähigkeitspunkt, Technikteil und dreimal Bergungsgut. Tja, das Problem ist, dann sind wir halt da, aber dann war es das auch schon. Ups, naja. Wie schnell das geht. Schon sind wir oben.
So, gebremst, jetzt hängen wir hier und mal gucken, was wir daraus machen. In der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.